Guten Tag und herzlich willkommen zu Path of Exile. Hier dabei sind ein paar Leute, mit denen ich Path of Exile spiele. Warte, sag nein. Doch mal hallo und herzlich willkommen. Nein. Doch. Nein. Und damit auch ein herzliches Willkommen. Halt doch mal die Fresse, bitte. Danke. Doch. Damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin Alexandrix LP. Ihr könnt mich ruhig alle abonnieren. Abos farmen. Yay! Social Rune auch hier am Start. Ich bin das kleinste Tier von allen. Jetzt kommt mal langsam. Ich bin hier schon quasi im Endgame. Ich habe quasi schon das Spiel zu Ende gespielt. Achso. Nee. Ja, ich sage es mal so. Ich laufe auch nicht, während ich nicht aufnehme, ne? Also. Ja, ich auch nicht. Aber er läuft wahrscheinlich schon während seiner Begrüßung. Ja, ja. Ja, das kann sein. Nicht so wie wir beide, die da bei rum. Multitasking und so. Alter, warum seid ihr mal alle so schnell? Hey, Social, wieso komme ich dir entgegen? Wir müssen weiter runter wahrscheinlich. Ne, da müssen wir nicht. Hilfe. Ich weiß gar nicht, wo wir lang. Warte. Philipp! Ja, guck mal. Wartet. Was ich kann. So ganz stolz wie so ein Kind zu seinen Eltern. Mama, guck mal, was ich kann. Ich habe jetzt Zombies. Nein, das darfst du nicht. Du darfst keine Zombies haben. Meine Zombies. Und ich denke mir nur so Zombie-Apokalypse in Coming. Ja, später haben wir so 70 Zombies halt. Und so. Ja, Zombie-Apokalypse, habe ich doch gesagt. Naja. Und dann weint nicht, wenn sie eure Gehirne fressen. Doch. Welche Gehirne? Okay, da gibt's ja nichts. Also ja, okay, jetzt laufen wir schon wieder dumm rum. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, lang? Keine Ahnung, irgendwo. Ich hasse Kevin. Spiele ohne Missionskompass eigentlich. Ja, es ist manchmal echt stressig. Aha. Ja, da müsst ihr. Ja, von da kommen wir ja. Von da ja? Kamt ihr. Ja, von da kamen wir. Das ist das, wo wir gerade wegkamen. Warte mal. Deswegen gehe ich gerade. Ich gehe nach links, gehe ich. Ne? Ja, warte, ich guck mir mal die Weltscreen an. Wo müssen wir denn hin? Nach rechts das. Okay. Falls ihr auch Duelle auf Dieb machen wollt. Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Weil ich meine, wir haben... Ja, doch, ich weiß, wo ich bin. Ich hab's gefunden. Okay, dann warte, Ples. Oder komm uns entgegen und führe uns. Führe gerne, Leute. Ach so. Du bist trotzdem kein Führer. Aktiv, doch. Ne? Bei Reiterstellung. Sitzt ja, immer oben. Als Frau natürlich. Nein. Nein, nee. Einer schon als Transe. Ja, okay. Oh, nee. Mann. Gedankenshitstorm oder was? Was? Alter, die manchmal. Zombies, ne? Die verwirren mich. Du verwirrst dich selber. Nö. Was ist das denn hier? Hier müssen wir runter. Oh. Du hast dich vor Verwirrung selbst verletzt. Nee. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Darth Vader. Na was? Du magst Star Wars nicht, hast du gesagt. Dann hör auch auf Star Wars hier irgendwie also nicht. Ich find's nur unnötig. Warum sollten wir die angucken, wenn ich das mich nicht dafür interessiere? Ja, dann hör auf hier. Du hast noch nicht mal einen Teil geguckt, wo es hauptsächlich um Darth Vader ging. Halleluja, ich bin aufgestiegen. Es gibt so Momente, da denke ich mir einfach nur so nein. Doch. Die Momente sind geil. Oh, ich hab mir noch mal ein Schwert hier gekrapscht. Ja, mein Charakter in Fallout heißt auch Toilettenreiniger, also von daher. Oh Mann, ey. Was ist. Schreibt mir in die Kommentare, was ist bei dem falsch gelaufen? Alles. Und noch viel mehr. Ja. Keine Schleichwerbung, wir werden bezahlt. Eigentlich wäre das dann Product Placement. Ja, dafür müsste ich jetzt. Ich habe hier leider kein. Ich nehme gerade leider nicht mit Facecam auf und ich habe hier keine leere Energy-Dose stehen, jetzt könnte ich jetzt Product Placement machen, ja. Ja, wir würden doch kein Product Placement machen. Wenn es jetzt wirklich so kommen würde, dass ich mal irgendwann in diese Lage kommen würde, dass mich irgendwelche Firmen fragen. Ich glaube es zwar nicht, aber. Ne, den Gedanken habe ich mir schon mal gemacht. Ja? Ja, man darf sich aber schon mal Gedanken, seine Träume ausmalen. Ich würde nur wirklich Produkte nehmen, hinter denen ich auch hinterstehe. Ich würde alle nehmen. Wenn jetzt zum Beispiel Red Bull ankommen würde und sagen würde, hier, wir geben Geld dafür und ich würde einfach, außer es ist viel Geld,
würde ich wahrscheinlich sagen, nee. Weil Red Bull scheiße ist. Nein. Red Bull ist der beschissenste Energy. Nein, das ist der beste von allen. Du der ist aber nur viel zu teuer. Du kannst dir genauso gut Booster kaufen, der schmeckt genauso. Nein. 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 Das vom Geschmack ist Booster, da kann ich auch meinen Urin trinken, ne? Ja, so. Da gebe ich dir recht. Und wenn ich dann aber Red Bull trinke, so schön aus dem Kühlschrank, dann kann ich auch Champagner Eisgeil. Trinken. Nee, ich bleib da lieber bei Monster oder Rockstar. Nee, Monster ist mir zu übersüßt. Rockstar geht. Aber sind leider auch sehr teuer. Ja, das ist wahr, aber Red Bull ist halt noch teurer. Ja, für kleinere Dosen vor. Naja. Ja, halt. Also müsste man hier Kill the Dwarler und die. Ihr wollt kein Level 40 Schild? Nicht Level Armor 40 Schild? Ich weiß nicht so gut. Ja, ich spiele ohne Schild. Ja, ja, ich auch. Ich hasse Schilde. In so Spielen, die so aufgebaut sind wie Diablo oder. Nee, in keinem Spiel spiele ich mit Schild. Doch, in Risen. Risen. Ja. War noch gesagt in der Folge. Ja. Folge. Oh mein Gott, ich krieg auf die Fresse. Guck mal, das ist der Typ, den wir töten müssen. Was? Ja, für die Quest. Oh. Oh. Alter, der hat sich wieder aufgelevelt. Ja, geheilt. Ja. Das happened. Talk to talk, Leute, wir haben getötet. Echt? Was nehme ich hier mal mit Goldzorn? Das nehme ich mal mit. Iron Gauntlets nehmen wir. Schilder könnt ihr gerne haben. Hier vorne liegt so ein Darkwoods Zepter. Das ist vielleicht was für Magie. Hier, da so liegt eins. Nee, das sind nicht die Waffen, mit denen ich kämpfe. Das Ding brauche ich auch nicht. Das Ding möchte ich erstmal identifizieren. Also Darkwood Scepter, One-Handed Mace. Wieso fangen gerade eigentlich alle Menschen bei mir an, Counter-Strike zu spielen? Ja, bei mir auch. Wir reden über den gleichen Menschen? Ja, der MTS, der allerbeste. Na klar, natürlich. Hey, mach keine Werbung für ihn. Wieso? Er heißt auf YouTube ja noch nicht mal MTS. Ja, gut. Mazda. Gut. Also, nee, so heißt er da ja auch nicht. Ja, aber Mazda halt. Product Placement. Das ist kein YouTuber Placement. YouTuber. Ja, aber ihr macht doch gerade Werbung für Mazda. Das ist ein Witz. Mazda. Aber trotzdem macht ihr Werbung für Mazda. Ja, irgendwelche Leute denken das immer, obwohl man das nur so random anspricht. Okay, ich glaube, nee, der größte Typ hier noch nicht. Was? Oder haben bei dir schon mal Leute so einen Scheiß runtergeschrieben? Nein. Wieso? Obwohl doch, ich glaube sogar in einer Folge mal tatsächlich, da habe ich auch irgendwie die ganze Zeit über irgendein Produkt geredet. Alter, was ist hier los? Aber ich verliere irgendwie keine Gesundheit. Ja, weil wenn man Product Placement für Mana-Tränke macht, wird man ihn auch. Ja, klar. Klar. Es gibt bestimmt irgendwas, das in echt auch Mana-Tränke heißt. Ja, bestimmt. Es gibt auch irgendwas, Elfentränke gibt's auf jeden Fall. Oh. Nee, es gibt auch, das habe ich schon mal gesehen, einen Heiltrank und das ist dann ein Energy Drink. Okay. Lol. Gut. Ich will ja nur sagen, boah, sie. Oder zeig dann hier mal, boah, sie. Hat irgendeiner überhaupt dieses Spiel je in seinem Leben gespielt? Nein. Nein. Bleib bei DayZ. Spiel ich momentan wieder mehr. Ey, ich hab das auch nie behauptet, dass ich dieses Spiel spiele. Nee, ich hab doch nur gefragt. War ja jetzt nur eine Frage. Da fühlt sich wer instant angegriffen. Ja, lass mich. Nein. Wollte ich gerade sagen. 4 bis 11? Was ist das? 4 bis 15? 4 bis 10? Da könnte ich eigentlich. Aber da ist ein Stein drin. Wieso? Nein! Wir wollen hier nicht YouTuber. Ja, wir machen eher YouTuber-Product Placement, weil wir einfach deren Verhalten kopieren. So Copy-Paste-Verfahren und so. Auch weil wir so geil sind. Wo kopiere ich was denn? Nein. Alles. Was? Nein, die Stimme. Nein! Welche? Dass du das gesagt hast. Ey, ich sag das immer so. Ich hab eine Kiste gefunden. Ja, ich auch. Aber da ist nichts drin. Wo seid ihr eigentlich? Weg.
Scheiße. Auf jeden Fall nicht da, wo du bist. Ja, ich bin schon weitergegangen. Warte, ich hab dich gefunden. Wie weit? Bleib doch mal stehen. Bin ich aber egal. Ja, aber ich hab dich dann wenigstens gefunden. Dann können wir zusammen Kevin buchen. Bist du schon aus dem Dings raus? Ja. Ey, hier sind noch Gänge und hier sind Arenen und alles Mögliche. Hier ist ein Stein. Der Weisen. Also hier sind ein paar mehr Steine. Oh, ja. Dann mehr als ein Stein. Oh mein Gott, der ist so schlecht. Ich laufe hier gerade alleine durch die Welt. Ja, dann warte doch mal auf uns. Ja, ihr seid mir zu langsam. Ey. Ja, nur weil du nicht alles erforscht. Ich erforsche alles. Nee, hast also du nicht. Wer ist denn hier da? Gegner. Da ja, aber Gegner. Bei mir nicht. Ja, es ist... Warte doch mal. Oh, jetzt. Jetzt aber. Wie wär's mal so. Mit, du kannst ja zurück in die Stadt kurz gehen und alles verkaufen kurz. Ja, hab ich vor. Ja, wir müssen eh alle zurück in die Stadt. Ja, stimmt. Dann treffen wir uns da. Quest abgeben und so. Ja. Deswegen, ja. Ich hab einen Skillpoint, ich will ihn einsetzen. Irgendwie kann ich meine Fähigkeit nicht so spammen, dass ich keinen Mana mehr habe. Ich schon. Ja, ich nicht. Beschwer mich darüber. Ja, du hast dich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Mana geskillt schon. Ja, ich bin pro 2 Intelligenz kriege ich. Pro 2 Intelligenz. 5 Intelligenz kriege ich. So, hier müsste doch Mana jetzt rein. Gleich irgendwo. Ein Portal, ja. Ja, ein Wegpunkt sein. Und schon wieder fängt einer an, Counter-Strike zu spielen. Das ist so herrlich. Ich mach grad indirekt voll das Product Placement für Counter-Strike? Ja. Ja, so ein Energieschild ist doch eigentlich relativ nice in dem Sinne. Was bringt das denn jetzt genau? Ich habe ein im Prinzip. Das fängt im Prinzip Schaden ab. Und wenn das Energieschild leer ist, krieg ich mein Leben. Also wird mein Leben angegriffen davon. Ich frage mich gerade, wo ein Waypoint ist. Aber hier war doch hier irgendwo eigentlich einer. Ja, aber wir müssen hier gerade erstmal töten. lol. Hier waren wir aber noch nicht. Auch gut. Egal, ich nehme Port Screw. So, ich habe mir jetzt gerade... Ja, ich nehme mir auch einen, das ist mir zu dämlich. Hab managed ja, to kill a granddaddy crab. Pity you couldn't lug it out of the caves for us. Oh. Could have made quite the chowder out of it. Ah, no matter. We've got one less reason to fear the dark. So, one more ja, du bist da. Hey, to gain a passive skill point. Ja, ich bin auch level. Tagleid. Ui. Oh, da kriegen wir aber einen richtigen skill point diesmal. Schön. Ich lass den Spaß hier erstmal reden. Und weil es ja in dieser Folge irgendwie ein bisschen mehr um Product Placement geht, trinke ich jetzt von meinem Nestea Eistee mit Pfirsichgeschmack in 1,5 Liter. Ah, du bist auch schon so eine Nestea? Du bist auch schon, denkst du, bist Nestea? Ja, der gut und günstig, der ist eigentlich mittlerweile richtig kacke, der war richtig geil. Als der, okay. Als der noch hier in den Tetra-Packs war, ja? Da hat der auch besser geschmeckt. Ja, es ist alles heute so nach dem Motto, alles muss, Ich finde das in Flaschen, ich weiß nicht, ich finde Eistee in Flaschen, dann trinke ich doch lieber wirklich Nestea oder Lipton oder irgendwie auch den aus dem Aldi, als den gut und günstig. Ich bin gerade hier am Forschen, wo ich am besten meine Zombies am besten irgendwo hochskille. Zombies ist, Oben rechts. Oben links, nicht oben rechts. Links. Du siehst doch da diesen einen Super Skill Minion Instability, das ist der die Ulti für die Minions. Und alles links, rechts drumherum ist mit Echte? Minions. Wenn, wenn man so ranzoomt, ne? Puppet Master oder was? Guck mal, wenn man richtig nah ranzoomt an den Skill Tree, denkt man sich so, geil, ich hab schon richtig viel geschafft. Scrollst du raus und denkst dir nur so, ich find's kaum noch. Der wird der Puppet Master?
Puppet Master, meinst du das? Oder nein, 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 das heißt Minion Instability. Oben links. Oben links, komplett oben links. Ja. Ah, da, Minions Instability. Genau, und da, alles drumherum, besonders das rechts, ist auf Minions. Da hier Minion Life, Lebensgeneration, Elementarschaden für deine Minions, Mana-Regeneration brauchst du dafür ja auch. Da kannst du relativ, wenn du in die Richtung skillst, hast du echt gute Minions. Okay. Ja, ich bin ja in dieser Umgebung da. Naja, meine ich ja. Deswegen ist das eigentlich perfekt für dich. Da muss ich nur über welchen Skilltree ich da gehe. Ja gut, das ist natürlich so eine Frage. Halt, das kann weg. Ich weiß nicht, wenn du Energie... du bist Witchery, ne? Ja. Lightning Walker bin ich gerade. Ich bin da schon noch ziemlich weit entfernt von. Ja, ja, klar. Aber deswegen wäre für mich eigentlich effektiver, wenn ich auf Grave Intention gehe, also Richtung oben rechts, und dann auf Eldritch Battery. Ja, aber das würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Nicht so sehr. Ja, ich habe schon wieder eine Scroll of Wisdom bekommen. Willst verkaufen. Aber ich finde es nicht so... Was verkauft der denn so an Ausrüstung? Weil bei dir ist einfach wirklich Minions, das ist prädestiniert. So wie ich prädestiniert bin für Elementarschaden. Ja, also nein, wie ich prädestiniert bin für einen Nahkampf. Ja. Ich habe ja Lord of the Death, habe ich ja. Ja. Minions, da kann ich dann hochgehen. Und dann ist da richtig viel an Sachen. Richtig Party hart. Party hart, Lord of the Death, da kannst du auch, da ist ganz viel, wo... Ja. Minions deal 15% increased damage, das kann ich direkt skillen jetzt sogar. Alter, Hauptsache ich bin schon Level 9. Alter, kritische Treffer für Spells, dann mit den Minions zusammen. Also mit das ist nicht schlecht, ne? Das ist, ja, das ist gerade... Und wenn du dann halt ab dem Strang ein bisschen nach links gehst, dann kommst du halt, kannst du das brutal machen. Alle, wenn deine Minions eine Lebensregeneration haben, die können ewig überleben, theoretisch. Ja, aber du, ich hab so eine Mana-Rack, das interessiert sie eigentlich nicht. Ja. Ja, aber irgendwann, schätze ich mal, wird das dann doch jucken. Ich habe auch wie wir jetzt 15% Increased Damage bei den Minions. Ja. Und dann, ich versuche so eine goldene Mitte zu finden. Ja, ich mach das so, ich verbinde das mit dem Energieschild. Ja, das kann man relativ gut. Im Prinzip hat man dann so ein Drachen hat man dann im Prinzip. Mhm. Ich will mal später bei euch mal schauen, wie ihr euch den Spiel bei euch das Skilltree aussieht. Das habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Deswegen, und ich bin jetzt die ganze Zeit nur in diesem Skilltree. Oh ja, das ist glaube ich die meiste Zeit teilweise, wenn man sich da nicht. Das ist ja auch abnormal riesig, ja. So, ich habe jetzt noch eine Quest und das ist eine Story-basierte Quest, ja? Ja, die müssen wir ja in der nächsten Folge machen. Ach, Überleitung? Okay. Ja, ja. Überleitung des Todes. Überleitung des Todes und damit, Abgehoben. Ich habe auch noch einen Skillpoint sogar und den. Ja, den kannst du auch noch jetzt raushauen. Okay, ja, den hau ich dann noch rechts jetzt raus. Ich guck mal eben, was hat ein Bestell? Waving Well? Okay. Nee. Gut, dann nicht. Den hau ich direkt mit Minion Life raus. Minions have. Und dann kann ich gleich Lord of the Death Dead einfach machen. Nochmal zusätzlich. Hallo. Das heißt, ich kann. Aber ich brauche ein Skelett-Skill eigentlich. Also Skelett. Hä, warum Skelett? Du hast Zombies. Ja, ja, aber Skelette wären auch nochmal echt geil, wenn ich die hätte. Also beides wäre awesome, ja? Ja, ja, beides ist awesome. Wenn ich dann. Any Alienware around you. So, damit denke ich mal dann bis zur nächsten Folge in dem Sinne. Ja. Bis dahin. Ciao. Da rein. Bei Path of Exile. Vergesst nicht, mich auch zu abonnieren. Schreibt einen Kommentar. Einen Kommentar schreiben. Ah ja, und kauft Red Bull. Ja, ja, kauft Red Bull. Nee, Rockstar. Naja, kauft den Rockstar Red Bull.
Rockstar Red Bull, genau. Das ich ist glaub, eine das neue integrierte Marke. Nee, es gibt bald neue Rockstars, ist mir mal aufgefallen. Also jetzt, aber ich glaube nicht, dass sie nicht gerade mit Red Bull zusammenarbeiten. Nein, das ist nicht. Egal, Rockstar und Red Bull sind direkte Konkurrenten, ja. So. Wollen wir jetzt weiter über. Nee, okay. Bis dahin, ne? Habe ich ja gerade schon gesagt. Rockstar her. Haut da mal rein. Und ciao, bis zur nächsten Folge Path of Exile. Ja. Haut da rein. Tschüss.